So, liebe Leute, willkommen zurück. Nächste Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind zurück mit Heinrich. Und wir haben geschlafen. Es ist jetzt, lasst uns kurz auf die Uhr gucken, kurz nach 7. Und ja, unsere letzte Quest, beziehungsweise in der letzten Folge, ja, da haben wir das mit Stinker und Timmy so ein bisschen versaut, will ich schon fast sagen. Timmy ist umgekommen, konnte uns somit nicht sagen, wo das Lager ist. Wir müssen jetzt also schauen, wie wir da anderweitig an die Informationen kommen. Aber ich habe da schon eine Idee. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch noch einiges anderes zu tun. Denn wie ihr seht, es sind hier einige Auftrag- und Questgeber im Umkreis, die ich gerne alle mal abklappern möchte. Und es bietet sich natürlich auch an, dass wir dann hier das Diadem beim Meisterbetrieb in Sarsau abholen. Dann können wir auch Sarsau mal uns anschauen. Das haben wir noch gar nicht entdeckt. Und ja, ganz zu Anfang jetzt allerdings zu dieser Folge möchte ich erstmal gucken, dass wir ein bisschen Kram verkaufen. Denn wir sind gut ausgerüstet, würde ich sagen. Mein Plan ist es nämlich jetzt hier mal ein paar Sachen von den letzten Überfällen, die wir so kassiert haben, zu verkaufen und uns dann auch ein neues Pferd zu gönnen. Das ist auch was mir vorschwebt. Beziehungsweise Heinrich ein neues Pferd zu gönnen. Und dann müssen wir auch mal dringend baden. Wir rennen hier übrigens noch komplett ausgerüstet hier rum. Wir sollten uns auch vielleicht mal so ein bisschen... Ach, es ist viel zu früh. Okay, dann warten wir hier mal noch ein Stündchen. Wir sollten uns auch mal so ein bisschen Sonntagskleidung zulegen, ne? Dem guten Heinrich. Dass er, wenn er sich gerade in Städten befindet, ich glaube, macht es Sinn. Ich bin der Meinung, es macht durchaus Sinn, wenn Heinrich dann hier auch vielleicht ein bisschen besser angezogen kommt. Gerade auch was das Thema Charisma angeht. Nämlich da stand unter einem der letzten Folgen, wurde kommentiert, Charisma ist ziemlich niedrig. Ich glaube, das liegt daran, wir müssen mal hier auf Spieler gehen. Buffs, genau. Du hältst einen dauerhaften Bonus von 2 Punkten auf Stärke, aber einen dauerhaften Malus von 1 Punkt auf Rede, Kunst und Charisma. Das war halt das, was wir ausgewählt haben. Vielleicht war es nicht die beste Entscheidung, diese Fähigkeit zu nutzen, aber... Naja, jetzt müssen wir damit leben. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier beim Schneider loswerden, was wir hier verkaufen können. Lass uns handeln. Wir wollen verkaufen. So, wir müssen auch unbedingt hier mal... Was haben wir denn eigentlich für Handschuhe an? Ich glaube, der ganze andere Kram... Moment, wir müssen erstmal noch zurück zu Pebbles. Wir haben nämlich... Nee, wir müssen ja gar nicht zurück zu Pebbles. Aber ich spiele es immer gerne ein bisschen realistisch, deswegen laufe ich immer hin zum Pferd, obwohl es auch so gehen würde. Hier haben wir nämlich noch eine ganze Menge Waffen. Armschienen haben wir noch, das packen wir mal ins Inventar. Deckenhaube mit Visier. Eisenhut, Jagdhandschuhe, Kettenhaube, um Gottes Willen. Kettenpanzer. Kurze Brigadenbeinlinge, nehmen wir auch mal alle zwei. Lederhandschuhe, modische schwarze Beinlinge. Reiterstiefel. Gott, haben wir viel Kram. Honig haben wir auch noch. Okay. Und zwei Bücher, die dürfen wir auch nicht vergessen. Gut, jetzt haben wir erstmal alles reingepackt. Jetzt würde ich sagen, wir gucken mal, was wir eigentlich davon gebrauchen können. Bevor wir jetzt hier anfangen. Die Beckenhaube mit Visier. Ne, da haben wir, da sind wir hier bei 16 mit unserem Helm. Das ist besser. Eisenhut, ja, da hat zwar kein Visier, aber das sieht ein bisschen dämlich aus, finde ich. Das Kettenhemd, das ist eh kaputt. Die Kettenhaube. Oh, die kurzen Brigadenbeinlinge, die sind auf jeden Fall besser. Dann würde ich sagen, wir ziehen mal welche davon an. So, was haben wir dann? Modische schwarze Beinlinge. Oh,
das wäre nochmal besser. Den können wir auch anziehen. Die Reiterstiefel. Was haben wir denn aktuell an? Sichtbarkeit weniger. Auffälligkeit weniger, Geräusche weniger. Ja, dann ziehen wir die doch an. Okay, mehr haben wir eigentlich nicht. Dann würde ich aber sagen, wir packen das, was wir definitiv anziehen, mal in die Satteltasche, dass wir das nicht verkaufen. Da gehört zum einen die Beckenhaube dazu. Gepolsterte Bundhaube gehört dazu. Und eine Kettenhaube gehört dazu. 11, 14, 8, 10, 12, 7. Die hier. Gut, und den Rest? Hier wären wir natürlich auch nochmal besser geschützt mit so einem Kettenpanzer. Den hatten wir zwar schon an, aber der war ja beschädigt. Gut. Ich denke, so können wir es, weil wir sind jetzt natürlich absolut überladen. Ich hoffe, dass wir bei ihm ein bisschen was loswerden. Weil ich weiß nicht, ob wir hier in Ledeczko noch so viel finden, wo wir was verkaufen können. Lass uns handeln. Guter Mann. Verkaufen. So. Wir verkaufen die Armschiene. Wie viel Geld hat er denn eigentlich? 1000 Groschen. Gut. Die Armschienen, die Beckenhaube mit Visier. Den Eisenhut. Gambeson. Die Bunthauben. Der Eisenhut, ich würde sagen, wir verkaufen erstmal das, was ordentlich Geld bringt. Ja. Kettenpanzer. Kombusit-Handschuhe. Die Lederhandschuhe. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Reiterstiefel, robuster Gambeson. Die sächsischen Handschuhe, die sind nicht so gut. Die verzierten Reiterstiefel. Das gewöhnliche kurze Kettenhemd auch. Oh ne, wir sind schon drüber. Sind wir bei 1036. Moment, dann nehmen wir den Gambeson noch raus und nehmen raus. Haben wir da noch irgendwas um die 12 Groschen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber dann werden wir ihm die 12 Groschen schenken, denke ich. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. 1000 Groschen. Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Sehr schön. Gut. Dann haben wir jetzt wenigstens mal ein bisschen Kram verkauft. Wie viel Groschen haben wir denn? Wow, 5800 Groschen. Also ich glaube, dafür werden wir ordentlich ein Pferd kriegen. Aber wo wir schon mal da sind, soll uns der Schneider gleich mal unsere Klamotten reparieren. Nämlich, wir lassen beide Gambesons, den Wappenrock und die modischen schwarzen Beine. Wir lassen alles reparieren. So, sehr schön. Da haben wir doch schon mal das. Hebbels, komm. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Gibt es denn hier noch irgendwie einen... Wir haben nur einen Händler. Einen Händler, vielleicht nimmt der uns noch ein bisschen was ab. Hier drüben ist der Schmied. Der Schmied kauft doch sicherlich Waffen. Und der hat auch nur eine Quest für uns. Wir probieren es aber erstmal vorab beim Händler. Ist das der Händler? Scheint so. Ah ja, der Händler. Der müsste doch eigentlich auch ein paar Sachen haben wollen. Verkaufen. Genau. Wie viel Geld hat er denn? Vermögen des Händlers 286 nur. Berans Becher verkaufen wir mal nicht. Die Dietriche natürlich auch nicht. Den Glaskelch. Jo.
Die Höhlenpilze verkaufen wir mal. Ach, die Jagdhandschuhe und das Kettenhemd nimmt er auch. Na also. Kleiner Goldkelch. Kommunionskelch kann er haben. Nochmal kurze Brigadenbeinlinge. Fackel. Gut, die anderen Sachen haben wir ja. Ne, die behalten wir erstmal alle. Was haben wir hier noch? Die verzierten Reiten. Achso, wir sind auch schon wieder drüber. Oh, das ist doof. So, dann nehmen wir das mal raus. Jo. Dann haben wir ihm jetzt noch was vertickt. Wir machen jetzt eine große... Komm her, Pebbles. Wir müssen rüber zum Schmied. Wir machen jetzt mal eine große Tour mit rein. Ach, ich kann nicht aufsitzen, wenn ich überladen bin. Hervorragend. In die Satteltasche, in die Satteltasche. Soll's doch gehen, oder? Jo. Auf geht's, Pebbles. Ja. Wir müssen zum Schmied. Danach gehen wir nochmal ins Badehaus. Und dann sollten wir doch mal soweit alles haben, ne? Dann würde ich mir erst gerne ein Pferd kaufen. Und da müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. So, der Schmied müsste hier sein. Der hat auch gleichzeitig eine Quest für uns. Genau, da ist er. Hallo, Schmied. Gott sei mit dir. Moment, ich muss mal wieder erst Pebbles bemühen. Könnten aber vorher mal gucken, warte mal. Moment mal, wir gucken erstmal vorher, wie viel Geld der eigentlich hat. 400 nur. Das ist gar nicht so viel, ne? Da können wir das mal verkaufen. Ein Glaskelch. Okay, dann gucken wir mal. Unser Pferd Pebbles hat noch... Altes Schwert, das können wir vielleicht mal verticken. Hier die Scherbe noch, die ist recht günstig. Und das sind die Sachen, die wir haben, ne? Auf die Kettenhaube, Gambeson, Silberring, verzierte Reiterstiefel. Gucken wir mal, was wir noch dafür kriegen. Sind wir auch schon wieder drüber. Das, allein das gewöhnliche Schild bringt so viel Kohle, echt. Ah, das wollen wir alles verkaufen. Dann gucken wir jetzt mal in den Warenkorb. Sind das jetzt 1900? Oder sind das nur 1,9? Also ein Groschen, fast zwei Groschen. Müssten fast zwei Groschen sein, ne? Nicht 1100. Wie komme ich denn auf 1100? Dann nehmen wir das alte Schwert wieder zurück. Den Silberring, der wiegt auch nicht so viel. Genau. Und dann können wir wenigstens den Handel hier abschließen. Gut. Und jetzt mal fragen, was er denn eigentlich für uns hat. Nee. Erstmal lassen wir noch reparieren. Den Lederwams hätte ich gerne repariert. Den Kettenpanzer. Die kurzen Beinlinge. Lass alles reparieren. Händlerschwert. Die Komposithandschuhe. Die Schulterplatten und den Bogen. Jo, hätte ich gerne repariert. Sehr schön. Und jetzt können wir dich fragen, was du eigentlich so an Hilfe brauchst. Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Hexerei?
Wenn's dich so stört, dann geh der Sache nach. Das sagst du so leicht. Musst du viel arbeiten. Und überhaupt kann er nicht einfach so rumschnüffeln. Der wird mir nichts erzählen. Hexerei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn wer dabei, hört er auf und guckt scheel. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Alles klar. Also, Hexerei. Der Sache gehen wir auf jeden Fall nach. Finde heraus, was es mit der sogenannten Hexerei des Sasauer Schmied auf sich hat. Das trifft sich hervorragend. Nach Sasau müssen wir nämlich auch. So, Charisma haben wir jetzt wieder 7. Das ist natürlich klar, unser Charisma war auch ziemlich unten, weil, hier unsere ganzen Sachen kaputt waren durch die Kämpfe, ne? Das haben wir aber alles wieder repariert. Wir glänzen ja wie neu, das ist ja Wahnsinn. Pack mal das Ding weg, genau. Gut. Und dann haben wir doch hier soweit alles abgefrühstückt. Warum zieht er denn jedes Mal sein Schwert? Was hat er denn? Hier war die Quest mit diesem Klötzchen schießen. Das könnten wir eventuell noch machen, aber da weiß ich noch, was das ist. Da müssen wir nämlich hier auf so Baumstämme am Flussrand entlang schießen. Das ist eher mal so eine Nebenbeschäftigung, würde ich sagen. Mein Vorschlag wäre es jetzt, mal hier hoch zu reiten. Wir verlassen Ledetschko und reiten mal hier hoch zu diesem Questgeber, reiten dann hier rüber zu ihm hier und können dann auf dem Weg einmal hier das Diadem abholen und dann auch gleichzeitig herausfinden, was denn da mit diesem Sasauer Schmied passiert. Genauso werden wir das auch tun. Das heißt, wir müssen nach Norden. Und pack doch mal das Schwert weg, Heinrich. Sei doch nicht so nervös. Und ein neues Pferd wollen wir uns auch noch kaufen. Also, oh. Ja. Was haben wir denn alles zu tun? Und die Quest hier mit diesem Klötzchen schießen, wo wir ja schon mal mit ihm gesprochen hatten, die werden wir auch noch machen, aber das ist dann eher so eine Nebenbeschäftigung. Das können wir machen, wenn wir mal wieder zufällig hier in Ledetschko sind. Moment, war da noch eine Händlerin? Ein Händler? Metzger. Fragen kostet nichts. Na? Drahomira. Du nimmst also nur... Na komm, dann nimm mal die vergammelten Schirmlinge. Von dem möchte ich eigentlich nichts abgeben. Aber wenn du schon mal... Wenn wir hier schon mal sind, hast du gute Wurst. Dörfleisch hat sie. Und das ist auch alles nicht gebraten. Räucherwurst. Sattheit 27, Energie minus 7. Boah. Eine Rinderhüfte, Rindfleisch, Salami. Was kann denn eine Salami? Sattheit 17. Speck. Speck klingt doch gut. Dann nehmen wir mal 2 Speck mit. Wer bist du? Die Ladenwache. Was ist da hinten? Das kann nur der Metzger sein, nehme ich an, ne? Metzger. Vielleicht weiß der noch was Interessantes. Nee, bei ihm können wir auch nur handeln. Okay, liebe Leute, dann machen wir das jetzt wie folgt. So wie ich es gesagt hatte. Wir werden jetzt nach Sasau reiten. Beziehungsweise zuerst reiten wir hier in den Norden, gucken, was hier oben noch so ist, reiten dann hier rüber nach Sasau und erledigen da die Sachen. Und somit sehen wir uns dann, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.